shit! Oh! Oh Mama! Oh! Oh! Ah. Perfekt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Oh. Ich schaff das nicht alleine. Ja, dann kannst du den ganzen Tag und Kisten heben, aber... Ah, das links runterschubsen hier. Das sollte gehen. Okay, runter mit dir. Freust du dich auf Malle? Ja, Mann. Kannst aber mit anfassen hier, Mädel. Okay. Oh. Sieh mal. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Weiß. Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Hier hinten noch irgendwas? Was du... Digga, bist du wirklich da oder ist das jetzt nur... Wow. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Oh, Moment. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Der Spieler, wir haben eine Finca, ja. Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Hallo, Nico, moin. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben... in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Da
Es tut mir leid, ich, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Wir rein. Ja, Mann, die Grafik ist mega. Oh, da haben wir wieder Zettel. Haben wir da? Wieder eine Notiz. Haben wir auch wieder was? So. Eintrag. Für die Nachwelt. Hier noch irgendwas? Soll ich da hoch oder was? Oder geht's hier? Oh ne, hier geht's weiter. Hey, hier hoch. Langsam. Komm mit dir. Sei vorsichtig. Wow. Ah. Mann, ey. Okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Ja, genau. Wie kommt sie hoch? Achso, sie muss auch klettern. Hey. Hi. Auch mit dir. Nate, der Shoreline-Truck ist noch da. Oh ja. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Müssen jetzt irgendwie. Darüber kommen. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Oha. Hat ja lang genug gedauert. Bin gespannt auf den Schatz, den wir. Ob wir den finden. Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das ja. War er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Alles klar. Und abwärts. Oh. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Ich habe das blöde Gefühl, dass hier gleich ein Feuergefecht ist. Das sieht mir schon sehr danach aus. Ich kann das irgendwie immer vorhersehen. Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Hier drüben. Oh. Hallo. Haben wir da? Fußspuren. Fußspuren. Okay, dann doch nicht. Nochmal Fußspuren. Ganz ungutes Gefühl. Dann auch noch ohne Zielhilfe. Jetzt habe ich die Sniper mit der Hand. Der bricht auseinander. Oder auch nicht. Runtergefallen? Nate, komm und schau dir das an. Was du denn? Aha. Eine Statue.
Achso, hier gehen die Fußboden lang. Marvin, hallo. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Sind da hundertprozentig drin. Mist, die wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Okay, komm. Oh. Wo sind die Schweine? Auto-Aim ist das nicht so einfach.
Ich hab keinen Bock. Du musst ein bisschen Dings. Dauert sonst zu lange. Oh Mist! Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Rotgamer, moin. So, welche Tür müssen wir aufbrechen? Oh yeah. Nein, die nimmst du mit. Mir egal, ich laufe jetzt mit der Waffe rum. Mega Place, moin. Okay, dann los, bereit? Oh, hallo. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über uns. Nein, die Tür ist zu. Unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Bett. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Ab in die Sammlung. Finden wir diesen Gang. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Ja. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister? Genau. Gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal, was für da oben alles schön. Oh, Schatz. Ein Teller. Also hier oben scheint nichts zu sein. Wollen wir ein bisschen näher rannehmen hier. Dann gehen wir der Route. Stimmt hier. Warum leuchtet denn das? Oh, da ist was. Ein Zippo. Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Vielleicht ist das ein Schalter? Nein. Schade. Ich frage mich... Nein. Nein. Das könnte... Ist es nicht. Nö. Nein. Wahrscheinlich muss ich hier wieder zigtausend Gegenstände suchen. Dann mal los. Verdammt. Aber auch nicht die Rüstung. Nate. Ja, was gefunden?
Ich glaube schon. Boah. Dass wir uns die Arbeit schon abgenommen haben. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Okay. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Da geht's aber ganz schön tief runter. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Ob das wirklich so gut ist, dass wir da reingehen? Wie ist der nett? Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Mist. Alter, mein Herz. Das hier sieht nicht stabil aus. Kapitel 19, Averys Abstieg. Einsturz. Mehr aus wie Katakomben hier. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Na bitte. Oh, ich mag sowas hier nicht. Was war das denn? Ich wette, eine Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Geht das Licht schon wieder? Oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Oh. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Nee. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Oh. Entspann. Alter. So. Alles ein bisschen sehr dunkel hier. Auch nicht lang. Auch nicht. Oh, was haben wir? Schau, die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Das kann sein. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Mhm. Es liegen auch keine Felsen oben drauf. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Wieder viel Spaß. Oh nein, ein bisschen länger. Mist. Na los. Hallo. Verdammt. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja. Ja. Gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wow. Na klar. Ich sehe nix. Na bitte. Ah, oh. Sorry. Hey, hallo. Moment. Ich sehe doch nix. Hallo? Mädchen, jetzt machen wir das drüben. Licht wieder an. Hallo. Au, mein Kopf. Hier drüben. Oh, sie hat eine Fackel. Gib mir mal eine ab hier. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Rum
romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Auch mit dir. Ja, ja. Okay. Und immer schön auf den Arsch glotzen. Hoch da. Okay, danke. Oh, hier. Pack solche dunklen Gänge nicht. Vorsicht, Kopf. Ja, ja. Den habe ich mir schon einmal gestoßen. Frage, wo... Ne, hier haben wir eine Sackgasse. Da runter? Okay. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Das ist ja schon fast wie Doom hier. Bloß, dass hier kein Fleisch mehr mit dran hängt. Dass hier nur die Knochen hängen. Ekelig. Die mich bestahlen. Oh. Wow. An diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sackgasse. Ja. Oh. Ich habe auch immer das Glück, dass ich immer in den falschen Gang reinlaufe. Oh. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand war Klugscheißer. Oh, geil, ey. Ist das etwa eine Mumie? Ich wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Alt! Okay, pass auf dich auf. Moritz, hallo! Du bist doch darauf getreten. Gut. Ich finde, das macht mega viel Spaß, das Game. Gefällt mir richtig. Gefällt mir richtig gut. Bist du okay? So weit, so gut. Bleib lieber ein Stückchen zurück. Ja. Wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Oh, wow, 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 wow. Nee. Nicht, wenn es so dunkel ist. Oh nein, ich hab's befürchtet. Hier ist eine Art. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh. Okay. Okay. Ich hab gedacht, da geht schon irgendwo um mein Verderben. Verdammt! Hier hängen die Torso. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobilis. Ah, Mist. Aber wir haben ja noch den anderen Weg. Wir haben ja noch den hier. Also das ist auf jeden Fall mal so ein Level... Toll. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf.
Nein! Nein! Verdammt nochmal! Oh, lass dich weg! Das kann nicht gut für die Lunge sein. Gut, ich... Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Alter! Das ist schon wieder ein sehr aufregender Moment gewesen. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Nee. Oh, da geht schon wieder runter. Oh. Ja, okay, spring runter. Machen wir. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Fußboy, hau rein. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Oh, die haben eine Spur von Sam.